Ja, los geht's nach Österreich. Ich denke, die Vorbereitung war okay. Wir haben ganz ordentlich gearbeitet und jetzt freuen wir uns natürlich, dass es endlich mal losgeht. Wenn ja nicht so ein verdammter Verkehr wäre auf der Autobahn. Kommen wir vielleicht auch noch pünktlich an, aber ich glaube, das sollten wir schaffen. Ja, ich glaube wirklich, dass wir schon reelle Chancen haben, vorne mitzumischen. Wir haben eine Top-Mannschaft, wir haben gezeigt, dass wir wirklich zu allem fähig sind. Ja, nicht zu Unrecht Weltmeister 2007 geworden und das ist jetzt 3 Jahre her, aber ich glaube, in dem Team steckt jede Menge Euphorie und Teamgeist und da kann man schon echt viel machen. Sicher darf man auch die Ziele nicht zu hoch stecken, die wir jetzt bei der EM uns selber definieren werden, weil die Mannschaft ist klar, ist verjüngt worden, auch gegenüber dem Weltmeistertitel von vor 3 Jahren. Aber es sind wirklich junge, neue Spieler dabei, hungrige Spieler, die den ganz großen Erfolg suchen. Und ich glaube, wir sind eine gute Mischung inzwischen aus erfahrenen und echt jungen, neuen Leuten, die was ganz Großes erreichen wollen. Und von daher ist das schon echt eine Mannschaft, die auch schon zur Überraschung fähig ist, definitiv.